Freunde, hier ist wieder die Blockhütte und das sind wieder eure 5 Minuten. Ja, heute benutze ich mal die 5 Minuten oder den kleinen Block, um wirklich mal einen Block zu machen. Ich habe letztens wieder auf meinem Hauptkanal, dem Stahlfabriker-Kanal, 2 Videos hochgeladen. Und zwar einmal einen Reformaten von Burn, von Deep Purple und noch so ein kleines Lick war es, glaube ich. Und dann habe ich mir bei der Gelegenheit einfach mal, was ich nie mache, mal wieder durch meine ganze kleine Liste an Videos durchgescrollt und dann habe ich gesehen, das kriegt man so gar nicht mit, da kriegt man gar keine Mail oder sowas, dass von meinen Cover-Videos einige komplett gesperrt wurden jetzt. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich nur rein informeller Seite, das sind nur ein paar, also das war jetzt nicht so dramatisch. Aber ich habe jetzt gesehen, dass auf vielen meiner Tutorials Verlage oder die Verlage, die Rechte an diesen, die verwirrte Rechte an diesen Songs wohl zu haben scheinen, die eben halt geltend gemacht haben. Und das finde ich bis dato ja gar nicht so schlecht und so schlimm, weil genau das habe ich mal ganz in einem früheren Video als Anregung auch gesagt. Also ich meine, das hat jetzt mit meiner Aussage von damals nichts zu tun, aber ich sehe es ja total ein, wenn ich ein Tutorial mache von einem Musikstück, von einer Band, habe ich ja die Rechte an diesem Musikstück nicht. Das ist ja völlig klar. Jetzt muss man sagen, ich führe dieses Stück aber ja in dem Tutorial nicht auf. Also jetzt kommt die GEMA-Rechte oder irgendwas treten nicht in Kraft, sondern höchstens irgendwelche Verlagsrechte oder was auch immer. Auf jeden Fall natürlich irgendwelche Rechte oder wo man Lizenzen zu haben müsste. Die kann man aber ja gar nicht erwerben, weil YouTube ja als Medium viel schneller war als eben halt die Verlage, das Verlagsrecht, was auch immer da eben halt in Kraft tritt. Ich kann es gar nicht, ich nenne es jetzt einfach mal Verlagsrecht. Ist wahrscheinlich falsch, mein Ausdruck, aber egal, man weiß, was gemeint ist. Und da habe ich damals schon gesagt, es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn schon Werbung auf diesen Videos läuft, dann splittet man die Einnahmen eben halt. Also einmal soll natürlich der die Rechte an diesen Sachen vertritt, der soll natürlich sein Geld natürlich haben. Auf der anderen Seite natürlich auch gerne die Leute, die sich die Arbeit machen, die Tutorials zu machen. Natürlich könnte man sich die Sache ja ganz einfach machen und sagen, ja, wieso? Ne? Es hat dich ja keiner aufgefordert, irgendwelche Tutorials zu machen. Also, ne? Aber ich sag jetzt mal, das Ding ist einfach, das Medium YouTube hat es einfach hergegeben, dass sich eben halt das Machen von Tutorials einfach als, ja, nicht als Einnahmequelle, aber dass es sich einfach eben halt, weil es ein gutes Medium dafür ist. Und so können Leute sowas, so wie ich, sowas eben halt machen. Ne? Und wie gesagt, da war YouTube einfach schneller als alle Verlags- oder alle rechtlichen Abklärsachen. Da war es einfach fixer. Und das ist jetzt wohl scheinbar, haben das wohl jetzt viele verstanden. Oder irgendwie ist mein Kanal irgendwem aufgefallen. Also das habe ich jetzt doch bei den einem oder anderen Tutorial gesehen, dass da jetzt Einnahmen geteilt werden, was ich natürlich so gesehen, wie das genau aussieht mit dem Teilen, keine Ahnung. Ne? Ich finde es aber okay, das stört mich nicht. Das bestätigt eigentlich nur, dass das, was ich mache, dass ich das weitermachen kann. Also, denn wenn sich jemand dran gestört hätte, also ich kenne auch andere Kanäle, die haben öfters mal Urheberrechts, also richtige Urheberrechtsprobleme. Probleme hatte ich auf meinem Kanal noch nie. Ne, also ich habe noch nie irgendwelche Mails gekriegt, mein Kanal ist auch noch nie gesperrt worden, ich bin nie angeschrieben worden, da bin ich auch erstmal ganz glücklich drüber. Und es gibt aber durchaus andere Kanäle, die irgendwelche Rechte mit Füßen zu treten scheinen, und zwar bewusst und auch richtig bewusst, und die werden auch gerne mal zugemacht. Und die machen dann immer mal wieder auf, weil YouTube das dann wohl zurückzieht, keine Ahnung, wie das genau abläuft, kann ich nicht sagen. Aber da gibt es durchaus härtere Bandagen irgendwie. Und ich glaube, durch diese Möglichkeit, dass das jetzt mit den Einnahmen splittbar ist, da bin ich quasi, glaube ich, oder sind wir oder man, Leute, die solche Tutorials machen, ich glaube, erstmal auf der sicheren Seite. Ich habe so das Gefühl, dass die Musikindustrie oder die Verwerter, die Menschen, die die Rechte an dieser Verwertung haben, da jetzt nicht so negativ unterwegs sind, dass sie sagen, ey, wir machen das, wir buttern das erstmal zu, sondern dass sie sagen, okay, lass den seine Arbeit machen, wenn wir Entgelt dafür kriegen und auch entlohnt werden, ist das dann schon okay. Ne? Okay. Für die Verlage oder wer auch immer der Rechteinhaber, das muss man sagen, ist es ja auch eigentlich eine tolle Sache. Die haben keine Arbeit davon, die müssen nichts drucken, die müssen nichts rausgeben. Da sind andere Leute, die solche Sachen machen. Und theoretisch, also sage ich jetzt mal, theoretisch ist das ja eine tolle Sache.
auch für die. Die machen, die verdienen da in dem Sinne Geld mit dem Nichtstun. Sicherlich verdienen sie jetzt an so einem kleinen Tutorial, was ich jetzt da mache, nicht wirklich viel Geld, weil ich weiß ja, was da fließt. Also ich verdiene auch nicht wirklich Geld mit. Aber ich denke mal, das ist eher so eine Nummer, die Masse macht. Ne? Also wenn jetzt, was weiß ich, mal ein Liedchen im Radio läuft, dann wird man von der GEMA da auch nicht reich werden, zum Beispiel. Bloß in der Summe, ne, bringt es dann was. Das ist da ja genau das Gleiche, sage ich jetzt mal. Ja, aber das wollte ich euch nur mal wissen lassen, dass ich, dass da durchaus auf so einem Kanal auch mal Bewegung ist, von der ich witzigerweise gar nichts mitbekommen habe, weil ich mir das nicht angucke. Aber das scheint sich immer mal wieder zu verändern. Das war nämlich bis vor ein, also als ich das letzte Mal irgendwann mal irgendwas gesehen habe, war das noch nicht so. Alles klar, das wollte ich euch nur mal kurz wissen lassen.